Holz rein. Dann Baron hier rein. Und ich hoffe immer noch, dass jetzt alles hält. Irgendwas einkracht. Das wäre höchst ärgerlich. Och, Flauschi. Dein Ernst? Ist das echt dein Ernst? Na los, komm raus da. Oh Mann. So, hier ran. Und dann nochmal hier. Fermentiert noch. Hier ist er natürlich mal wieder fertig. So. Ja, wir brauchen neue Mehlmischungen auch, ne? Und sowieso auch kochen müssen wir. Ich glaube aber erstmal gehe ich wieder pennen. Ich weiß gerade, ich guck mal gleich, wie spät es ist. Viel zu viele. 6 pack. Ja, 5 pack ich weg. Dann haben wir wieder 3. Ja. Eigentlich brauche ich die Tränke auch gerade nicht, ne? Oh, man sieht den Schatten ein wenig. Kurz vor Nachmittag. Wir können auf jeden Fall schon pennen gehen. Es ist nachmittags. Und dann können wir nämlich das Wetter überspringen. Dann sollte, glaube ich, auch die Performance ein bisschen besser laufen. So, gute Nacht. Guten Morgen. Und dann laufen wir direkt mal runter. Und wir brauchen neue Mehlmischungen. Und außerdem das ein oder andere, das wir noch kochen müssen. Aber zuerst einmal würde ich sagen, Mähkiste. Mal gucken, was wir am dringendsten brauchen. Ausdauer und Mana. Ausdauer habe ich im Kopf. Honig. Beeren. Und die gelben Pilze. Da hole ich mal welche aus dem Speicher, meine ich. So, hier hinten. Da nehme ich gleich mal ein paar mehr raus, ne? Hier. Ja, die 3. Ich glaube, das sollte reichen. Gut, und zurück. So, und dann packe ich mal das und das wieder rein. Ne, Fofi-Stack sollte ja passen. Außerdem das Mana-Zeugs. Da brauchten wir auf jeden Fall Harz. Ich weiß es nicht mehr. Verdammt. Mal gucken. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz runter und können die schon mal herstellen. Mache ich dann auch gleich ganze 5. So, rein damit. Und zwar mittlere Ausdauer mache ich direkt 5-mal. Und längeres Eider, würde ich sagen. So. Zack. Das war recht weit unten. Ja, nee, hier sind die ganzen. Wenig hat er. Längeres Eider. Harz, Trauben, blaue Pilze. Gut. Ach ja, die Mitmischung kann ich hier lassen. So. Harz, Trauben und blaue Pilze. Ich hoffe... Ja, ich weiß nicht genau. Die Trauben brauchen wir, glaube ich, auch noch für das andere Food. Weil, das wollte ich auch wieder herstellen. Das hier. Pilzshake und Grüngemüse. Ich glaube, deswegen nehme ich mal hier nur 30 für Met. So. Blaue Pilze, auch 30. So. Und Harz auch. Ich glaube, es war ja immer 10, oder? War das bei Dingens nicht immer so, bei Met? Es waren, glaube ich, immer 10er Sachen, die man brauchte. Interessant auch, dass wir für diesen Met keinen Honig brauchen und auch kein Gel. Aber gut, ja, immer 10. Top. So. 2 und 3. Zack. Dann mal gucken. Der ist sowieso auch gerade fertig. Da nehme ich mal eine raus und packe die rein. So. Und dann gucke ich mal mariniertes Grüngemüse und diese komischen Dinger. Da würde ich gleich da. Harztrauben, blaue Pilze, so wie eben gerade. Plus die Rauchwölkchen. Außerdem gelbe Pilze, Zwiebeln, Straußenfarn. Gut, also erstmal das, damit ich es mir merken kann. Gelbe Pilze. So. Diese Pilze waren hier bei dem anderen. Die blauen Pilze waren auch hier. Ja, müssen wir so machen. Dann Eider. Also Harz. Da nehme ich mal einen ganzen Stack mit. So. Für den hier. Und hier fehlte noch... Was war das noch? Ach ja, erstmal hier Kräuter. Straußenfarn. Für das Zeugs. Das Gemisch. Und Trauben. Hier oben. Und was fehlt dir hier noch? Verdammt. Verbranntes Gemisch. Pilze.
Hier Pilze? Nee. Verdammt, ich hab's vergessen. Bin ich extra zuerst hingegangen, um es zu holen und hab's trotzdem vergessen. Okay, aber das sind aber auch immer ganz schön viele Sachen, die man sich merken muss. Oh, ja doch, ist richtig. Da und da. Ach so, es brauchte beides Harz. Gut. Hm, die mache ich mal zuerst. Einfach, weil sie auch, weil wir davon mehr brauchen. Und ja, wird schwierig, ne? Vor allem Trauben, Alter. Und Harz hole ich gleich sowieso nochmal ein Stack, weil wir das für beides brauchen. Und das gleich hier auch als erstes weg ist. Ich glaube, ich baller hier so viele wie geht, bis Harz leer ist. Oh Mann. Ich hole sogar noch mehr. Ich hole noch zwei Stacks Harz runter. Um alle Trauben aufzubrauchen. Weil das brauchen wir ja, das Zeug, nun mal, ne? Mariniertes Grüngemüse und verbranntes Gemisch haben wir ja noch. Das braucht ihr ja, glaube ich. Ach so. Warte mal, verbranntes Gemisch brauchen wir doch gar nicht. Was mache ich denn da? Haben wir doch noch. Hä? Ich bin ja schon wieder ganz schön brain AFK, wa? Will ich schon wieder alle Sachen auf einmal machen. Gut. Ich hole mir noch mehr Harz und mache noch mehr. Ich nehme mir sogar, glaube ich, zwei Stacks raus. Why auch not? Und nochmal nach unten. So. Eins nach dem anderen, wa? Dann doch so. Weil hier... Warte mal, das barrierte Grüngemüse braucht die Trauben nicht, ne? Sehr gut. Hm. Ja. Dann mache ich hier alle Trauben weg. Weil von dem Rest haben wir, glaube ich. Trauben und Höhlenpilze. Die sind ja beide sehr, sehr rar. Und das brauchen wir hierfür Gott sei Dank gar nicht. Doch hier. Oh. Oh. Ja, so wie zu dem Thema war. Ups. Mann, wir brauchen mehr Trauben. Scheiße. Theoretisch können wir mal eine Aschenlandetour machen und einfach ein paar Trauben sammeln gehen. Kein Plan, aber irgendwie habe ich da gar keinen Bock drauf. Wieder in die Ashlands. Ich packe mal hier jetzt die Sachen schon mal rein. So und so. Und so. Dann die zwei und hier nochmal zwei. Ja, nehmen wir drei. So. Und hier von vier. Ah ne, das muss ich sowieso gleich machen. Wir machen es ja gleich nach. Mariniertes Grüngemüse. So und so. Dann blaue Pilze. Nachschub. Hier. Halt, ne, nicht den Sechser. Ja, doch, können wir auch so machen. Ja, und hier haben wir nur noch vier. Ich mache aus, dass wir nur noch einen haben. Fürs schnell einsortieren. Und das war's dann, ne? Und Trauben nehme ich mir auch mal alle raus, bis auf einen. So. Oh Mann. Ja, es ist sowieso egal. Es scheitert an den Pilzen. Naja, gut. Okay, was soll's. So. Let's go. Kommen wir ja nicht drum rum. Hä? Ach so. Ach ja, genau. Ich dachte mir gerade, wir machen das Falsche, weil hier gar keine Trauben sind. Aber es waren nur die Pilze, die... Nee, nee, schon gut. Ich dachte gerade, wir haben was Falsches hergestellt. Aber ist schon richtig so. Ja, und das war's. Keine Pilze mehr. Ja, dann müssen wir ja eine Ashland-Tour machen, oder? Pilze und... Beeren sammeln. Shit. Ja, dann kommen wir nicht drum rum. Ja, dann machen wir das gleich. Komm. Dann haben wir es hinter uns gebracht. So. Straußenfahren haben wir hier. Kräuter. Ja, davon haben wir ja Gott sei Dank ordentlich. Beeren. Und Harz. So. Sehr gut. Haben wir immerhin ein bisschen was. Und Met kann ich außerdem auch. Da haben wir viel zu viel dabei. Da packe ich mal 6 hier unten rein. So, 3 von allen sollten reichen. Und hier packe ich auch mal 3 in die Essenskiste. So. Ist aber mehr davon als davon, obwohl die seltener sind. Also, aufwendiger herzustellen. Ja. Dann würde ich sagen, ich wollte eigentlich noch ein bisschen was anderes kochen. Aber das können wir auch später machen. Weil ich würde jetzt doch tatsächlich dann einfach fix in die Ashlands. Und ein bisschen Stuff sammeln, ne? Ich weiß, dass wir bei unserem Askwin-Portal... Ja, wir haben es auch gerade früh. Bei unserem Askwin-Portal, das war ja, glaube ich, Aschenlande ohne irgendwas. Also Not-Aschenlande. 1 sozusagen. Und da waren, glaube ich, viele Höhlenpilze. Rauchwölkchen meine ich. So. Das ist falsch.
Nee, ist es nicht. Ach ja, na klar, das ist unser Ashlands-Portal. Das andere ist ja jetzt das Boss-Portal. Ich war gerade maximal verwirrt. Gut, nee, dann ist ja alles richtig. Dann, genau hier wollte ich doch her. Weil hier, da, sieht man's. Haben wir richtig viele Pilze auf einem Spot. Das weiß ich nämlich noch. Da sind wir ja immer eine große Runde. Oh, hier ist sogar Straußenfahrt. Das nehme ich natürlich auch mit, auch wenn wir es haben, ne? Weil wir es ja immer noch brauchen werden. So. Oh ja, hier sind richtig viele. So will ich das sehen. Sollten wir eigentlich tatsächlich so, wie wir Harz holen, auch immer mal hier hingehen, ne? Und alles wieder einsammeln. Es dauert natürlich aber auch immer ein Weilchen, bis das alles wieder respawnt. Das hier könnte eigentlich mal längst despawned sein. Keine Ahnung, warum es das nicht ist. Hier ist doch keine Workbench in der Nähe. Mein Plan. So, hör damit. Hm, nochmal hier so rüber. Kein Plan. Da, oh ja. Oh ja, oh ja. Her damit. So. Sehr gut. Ja, und dann haben wir hier nämlich schon großzügig alles abgeklappert. Ich gehe nochmal nach da hinten. Ich meine aber, das waren die Stellen, wo richtig viel war. Aber mal schauen. Ne? Wo wir doch gerade hier sind. Da sind auch noch welche. Sehr gut. Ich will jetzt allerdings nicht immer ewig weit laufen für nur zwei, drei Pilze, ne? Da sind noch welche. Ja. Die Gegner ignoriere ich mal. Ich warte mal, bis die Ausdauer aufgeladen ist. Und dann verziehe ich mich hier einfach. Ich weiß, dass wir natürlich wahrscheinlich, wenn wir dann nachher am Ende weg wollen, dann müssen wir wieder... Ich dachte, er sprengt sich. Dann müssen wir natürlich wieder ein paar loswerden. Aber bis dahin laufe ich einfach mal. Oh, da ist ein Morgen, auf den habe ich keinen Bock. Die Morgenhöhle haben wir schon ausgeräuchert. Ja, hier sind noch Pilze. So. Und da hinten sehe ich auch noch welche. So. Und dann machen wir ein paar Wurzeln. Und die sollten hier aufräumen. So. So. Du kriegst auch noch ein paar auf den Latz. So. Und tschüss. Sehr gut. Ja, hätten wir das. Oh, da lebt noch einer. Jetzt nicht mehr. Ja, dann nochmal hier drauf gegangen, aber... Ah! Hier sind die Dingens. Die Ruinen. Oh ja, oh ja, oh ja. Da sehe ich viele, viele rote Pflänzchen. Da war allerdings ein Morgen, ne? Der wird bestimmt gleich auf uns aufmerksam. Hätte ich ein bisschen Holz mitnehmen können. Um da hochzuklettern. Habe ich gerade Kohle aufgesammelt? Ja. Oh! Genau das wurde auch in den Kommentaren geschrieben, dass nämlich hier bei diesen, ne, bei diesen Festungen tatsächlich sehr, sehr viel immer zu holen ist. Und man da, wenn man das clever macht, sich richtig schnell damit eindecken kann. Ich überlege gerade, wenn man hier so einfach so ein Gerüst dran machen würde, geht man einmal das Gerüst entlang und hat alles voll, ne? Andererseits müsste man das natürlich auch aus Stein machen. Wir sind ja in den Ashlands. Aber wir haben jetzt schon 23. Das ist mehr, als wir bei der Ernte kriegen. Bei uns. So. Sehr gut. Komme ich da auch dran? Nee, ne? Niemals. Hier aber. Nein. Ah, doch. Sehr gut. Dann hier noch. Irgendwas greift mich an. Soll es. Von mir aus. Ah, er hier. Und tschüss. Energieschild. So, ich gehe mal hier rein. So. Ja, ne, solche Orte müssen wir mehr finden und dann einfach immer schön ausräuchern. So, den machen wir mit Frost kaputt, glaube ich. Wenn es schneller geht. Und tschüss. Ich gehe mal hier die Treppe hoch. In der Hoffnung, dass wir hier vielleicht an andere Trauben noch rankommen. Gut möglich, ne? Ja. Oh, ist das hier schön zugebuchert. Ich frage mich, ob das von Anfang an so war. Oder ob das immer wieder, weil wir hier reingekommen sind, sozusagen weitergewachsen ist. Beides möglich, ne? Ich schau mal hier rüber. Oh. Oh, ich dachte schon.
Gut. Dann hier rüber. Ich glaube, da konnte man nach unten greifen und Trauben sammeln. Die da, komme ich da dran? Ja. Klar, die fallen jetzt runter. Dann können wir die gleich unten sammeln. Ja, sind hier Töpfe? Nee, ne? Nicht einer. Gut. Hier ist eine Treppe ins Nichts. Ich versuche da mal drauf zu jumpen. Das wird nichts, ne? Vielleicht von hier. Ja, sehr gut. Nein! Aber ist sowieso egal. Das bringt mir gar nichts, da zu sein. Ich wollte eigentlich auch nur gucken, ob hier... ob wir hier irgendwie noch an Trauben rankommen. Ah, sehr gut. Nein, die da oben hätte ich auch noch holen können. Ist aber gar nicht weiter wild. Weil genau so ein Spot, wie wir hier jetzt gerade gefunden haben... Klar, ich könnte hier noch weiter ausschlachten. Logisch. Oder aber wir gehen einfach zu einem anderen Spot und suchen da weiter. Hier sind noch welche. Und ich gehe auch nochmal hier rein. Hier in das Innere. Ah, hier die Kuh. Gehen nochmal die Treppen hoch vielleicht. Kann ja auch sein, dass da noch Vasen sind. Die würde ich ebenfalls mitnehmen natürlich. Wo wir doch gerade hier sind. Da ist eine Vase. So. Zack. Und weg damit. Silber, naja gut. Ich will natürlich lieber eine Scherbe haben. Aber natürlich, Metallbarren sind auch nicht schlecht. Wie wir wissen. So. Da unten kann ich beim Runterfliegen, glaube ich, pflücken. Aber erstmal hier ein paar Töpfe. Da schmeiße ich Grausten weg. Und eventuell auch das hier, je nachdem, was wir jetzt für Loot kriegen. Silber nochmal. Scherbe. Und noch eine Scherbe. Keine Ahnung, was da noch lag. Ich gehe gleich nochmal hoch. Hauptsache, wir haben die Scherben. So. Und was war das hier? Ein Trank, der kann despawnen. Und was ist das andere? Köstlicher Met und gesunder Met. Ja, gut. Was soll's? So. Und die pflücke ich auch noch. Sehr gut. Ja, aber doch gut abgegrast. Oder? Finde ich. Komme ich da oben noch dran? Wenn ich so jump. Ja. Das ist sogar noch ein zweiter, oder wie? Oder hängen die da oben jetzt fest? Nee. Sehr gut. Ja. Und wie viel Trauben haben wir? Oh. Ja, das war doch richtig gut. Das war doch super gut. Und dann gucke ich nochmal, ob hier irgendwo Pilze sind. Nö. Dann wieder zurück, mal. What I say. Und theoretisch können wir dann ja nochmal ein anderes Aschelandeportal gehen. Und nochmal so einen Spot suchen. Ich würde allerdings gar nicht weit gehen. Ich würde einfach immer bei den jeweiligen Portalen gucken, ob eine Festung in der Nähe ist. Denn ich glaube, bei der einen oder anderen, beim einen oder anderen Notportal war eine Festung in unmittelbarer Nähe. Genau sowas. Hier sind keine anderen Ruinen, ne? Nee. Gut. Ja, hindurch. Top. Da schmeißen wir den ganzen Stuff mal ins Lootloch. So. Runder. Alles weg damit. So. Und dann gehen wir nochmal hier rein. So, erstmal hier oben gucken. Ne, da haben wir Festungen. Da natürlich, aber da sind, glaube ich, keine Dingens gespawnt. Trauben oder so. Und sehe ich hier irgendwo Pilze? Nee, ne? Nee. Wird es gerade dunkel? Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. War jetzt schon ein Weilchen unterwegs. Ich will mal kurz hier die Ruine abchecken. Und wir sind hier ja Gott sei Dank... Weichgewebe. Oh, hier ist wohl ein Zwerg gestorben. Ja, hier sind Trauben. Komm, die pflücken wir eben noch, bevor es dunkel wird. Weil so viele sind sie auch gar nicht wie bei dem anderen Spot, den wir da gefunden haben. Komme ich da dran? Ich probiere es nochmal. Na komm schon. Ja. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, aber ich habe es geschafft. So, die hier noch. Und dann nochmal hier gucken. Ja, ist natürlich doof, wenn es jetzt dunkel wird, kann man es natürlich auch schlechter sehen. Aber Gott sei Dank sind die Trauben ja so weißlich. So hellweißlich. Genauso wie diese Vögel. Da sieht man, dass er überhaupt gar keine Textur hat. Okay. Gut. Ist einfach gar so... Der ist sowieso immer so weit weg. Da brauchen wir gar nicht hohe Grafik. Warum denn nicht? Hier ist nichts. Hier ist eine Trap. It's a trap. Aber ins Nichts führt sie. Ja, nee, hier kommen wir nicht weiter.
Da greift was an. So einer. Ja, dich mache ich hier mit platt. Okay, eine Trauben. Und du. Und tschüss. So. Hä, wo will er denn hin? Keine Ahnung. So, er will auch abhauen, weil er einen Frosteffekt hat. Nix ist. Tschüss. Und du kommst auch nochmal her. Oh, hier ist ein Spawner. Ja, nee, dann lasse ich das mal hier mit kämpfen. Da sehe ich doch Trauben. Ja. Ansonsten ist das hier kein so guter Spot. Hier bin ich gerade drin gewesen, oder? Nee, das ist ein anderer Raum. Warte mal. Sind hier oben irgendwie andere Tasche? Ja, da komme ich an Trauben. Ich weiß nicht, warum die da unten jetzt so ausrasten. Sollen sie machen. Da sind Vasen. So, her damit. Dann hier mal nach oben. Ja, die rasten gerade richtig aus, ne? Ich sollte hier, glaube ich, mich allmählich verziehen. Es wird sowieso auch gerade dunkel. Oh, 4 Vasen. Her damit. So. Da oben ist auch noch eine. Hm, komme ich da hoch? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich könnte versuchen so, dass die Vase kaputt geht. Geht sie? Und dann kann ich von unten gegenjumpen, um den Loot zu holen. Wenn es geht. Stell mich mal hier hin. Und jumpe. Es geht wirklich. Silber, Bronze, Topfscherbe. So. Dann nochmal die Axt. Und das hier auch nochmal abgefarmt. Und da verziehe ich mich. So. Hier lang. Ja. Gut. Da lagen noch Trauben, ne? Da sind jetzt aber so viele Feinde. Da denke ich mir, passt schon. Sind hier noch Vasen? Ja. Sehr gut. Noch eine Topfscherbe. Und dann, ja. Komm, dann lass abhauen. Tschüss. Und ich bin mir ziemlich sicher, der eine oder andere wird mich verfolgen. Und um die sollten wir uns dann jeweils kümmern. Da, kommen sie. Ach, da ist er. Der die ganze Zeit schießt. Hä, warum habe ich den denn nicht getroffen? Okay, dass ich den nicht getroffen habe, okay, aber... Hör jetzt auf! Mach mein Schild kaputt! Ja! So. Gut, ja, dann gehen wir erstmal zurück, ne? Vor allem auch, um die Nacht zu überspringen. So, ah, wir sind ja direkt beim Blutloch, hervorragend. Da schmeiße ich den ganzen Stuff mal weg. So. Sehr gut. Oh, jetzt habe ich auch diesen ollen Met, ne? Den hätte ich gerade trinken können. Ach, das war köstlicher Met. Da habe ich nichts gesagt. Weil der kommt ja oben in unsere Kiste rein. Sehr gut. Oh, laggedy lag. Ashlands wieder, ne? Oh Mann. Gut. Wie auch immer, ich würde sagen, gute Nacht. Guten Morgen. Und das würde ich direkt nochmal wiederholen. Bin ich ehrlich. Das hat ja jetzt recht gut geklappt. Das heißt, wir fackeln gar nicht lang. Gehen dann mal einfach in das Portal. Keine Ahnung. Ich gehe einfach mal die Portale durch, die wir da sonst noch haben. So, ich gehe einfach mal ins erste rein, wa? Das ist Notasche 2. Ich höre hier Viechers. Kommt mir nicht zu nahe. Ich gehe lieber mal durch. So. Und dann schauen wir uns mal um, ob hier überhaupt... Oh, was ist denn hier kaputt gegangen? Nehme ich mal lieber mit. So, das war auch da, wo wir unsere Asquins gezüchtet hatten, oder? War das der? Hier vorne, ne? Ja. Da sind noch unsere Asquinis. Und ich weiß, ich mache einfach mal hier eine große Runde. Aber hier sind keine großen Ruinen, ne? Hier sind immer ein paar Pilze. Und Straußen fahren, ja, ja, gut. Hier vielleicht. Das ist aber auch eher so Straußenfahren-Umgebung, ne? Ja, hier sieht man's. Aber auch Pilze. Komm. Haben oder nicht haben. Da kennt ihr meine Devise, ja? Ja, natürlich habe ich mir trotzdem... Habe ich hier trotzdem gebührenden Respekt. Oh, oh.
Bei Kyra habe ich gar keinen Bock. Da ist, glaube ich, eine dicke Ruine oder ist das eine kleine? Das könnte sogar eine Zwergenbase sein. Das ist eine Zwergenbase. Da sehe ich so ein Ding ins Leuchten. Das ist die Zwergenbase, wo wir aus Versehen jemanden angegriffen hatten. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich, wo dann die auf einmal sehen, der ist mir vors Feuer gerannt. Das war doch hier, oder nicht? Ich glaube, ja. So, Straußen fahren her. Ja, ja, ganz ruhig, Leute. Ganz ruhig. Alles gut. Alles gut. Beruhigt euch wieder, hm? So, die ist auch zureden. Das sind einfach NPCs. So, Pilze nix. Nö. Absolut, ja, nicht da. Sehr gut. Aber die Valkyrie da habe ich gerade keinen Bock drauf. Ich hoffe, sie sieht mich nicht. So, und weg hier. Und ich glaube, hier ist sowieso nicht so eine gute Ausbeute. Ich verziehe mich. Wir haben ja doch ein bisschen Straußenfahren und Zeugs alles geholt, aber ansonsten glaube ich, es gibt einfachere Spots, um uns einzudecken. So, hoch hier. Nein! Oh, ich hasse es so. Ich hasse diese Stacheln so. Das ist doch nicht wahr. Vor allem, warum denn von links? Na komm, na komm. Nee, ich hatte hier, glaube ich, einen anderen Gang hochgebaut, ne? Oder hatte ich nicht? Oh, bitte. Sag ich, ich muss diesen Kackweg gehen. Ach, natürlich hatte ich einen anderen Weg hochgebaut. Da, wo wir unsere Asquin Zucht hatten. Bin ich denn für einen Narr? Aber ich gehe mal lieber den sicheren Weg und nicht an der Lava vorbei. Also hier lang. Ich könnte theoretisch eine Tür anmachen. Ja, aber jetzt fühle ich mich gerade recht in Sicherheit. Deswegen lasse ich es hier mal bleiben. Na, jetzt weiß ich, wie es hieß. Oh Mann. Tut mir schon ein bisschen leid. Ah, da sind noch Pilze und Straußenfahren. Das nehme ich noch eben mit. So, hier hinten. Purr damit. Sehr gut. Ja, das war's. Komm, tschüss. Und hier schmeiße ich außerdem mal das alles weg. Das brauche ich nun wirklich nicht. Den ganzen Müll. Ey, wir haben schon so viel Grausten, ne? Bei uns auch im Speicher und so. Da reicht's mal langsam, würde ich sagen. So. Und ich würde sagen, hindurch. Oh. Der ist in die Asquins gejumpt. Der ist in die Asquins gejumpt. Aber sie leben noch. Ne, an die Asquins. Hier ist er explodiert. Hm, dann schmeiße ich mal doch zwei Straußenfahnen rein, damit die wieder full life sind. Zack, geheilt. Und du? Zack, geheilt. Sehr gut. 11.000, Alter. Ja, moin. So, hier hoch und jump. Und auf Wiedersehen. Und dann gehen wir direkt ins nächste oder bringen wir erstmal weg? Ja, wir können direkt ins nächste.